Hallo. Mein Name ist Kim Jebsen, meine Zielgruppe bleibt der Mensch und ich bin ein ehemaliger ARD- und ZDF-Reporter, was ich auch bleibe, weil ich muss Gebühren bezahlen und solange bin ich auch Reporter. Ihr alle seid im Grunde auch Reporter, weil ihr müsst ja Gebühren bezahlen, die Zwangsabgabe. Und darüber will ich gar nicht reden, deswegen seid auch ihr Reporter. Das, was ihr macht, ist das Richtige. Ihr geht auf die Straße und sagt, die Berichterstattung, die da stattfindet, die ist nicht korrekt. Und das ist absolut richtig. Die Berichterstattung in ARD und ZDF ist nicht korrekt, Freunde. Die ist manipuliert, die ist frisiert. Man kann sagen, die veröffentlichte Meinung ist praktisch das Gegenteil von dem, was die öffentliche Meinung ist. Weil ich glaube, keiner möchte diese Berichterstattung, was wir im Moment über Russland sehen, was wir aber im Fernsehen und ARD und ZDF sehen. Ich glaube, man kann sagen, die meisten hätten gerne einen Dialog. Aber uns wird in ARD und ZDF suggeriert, dass es keinen Dialog gibt, weil wir müssen eigentlich hier einen Konflikt schüren. Niemand möchte einen Konflikt schüren, deswegen. Niemand möchte das. Was ich an dieser Stelle ganz, ganz für sehr wichtig halte, das zu sagen. Es ist eine Demonstration, die pro ist. Wir sind keine Demonstration, die anti ist. Das ist ganz wichtig, wir sind pro. Und man muss aber heute kommen sofort Menschen sagen, hey, sei doch mal gegen den. Du bist wahrscheinlich gegen Amerika oder bist du jetzt pro Russland? Nein! Wir sind für den Frieden und nicht gegen irgendetwas. Das ist ganz wesentlich. So. Ja. Ich bin auch nicht gegen die Polizei, ich bin für die Polizei, ich bezahle die ja. Die sind hier, das ist schön, das sind meine Freunde, die haben Familien so wie ich und das nimmt sie in die Arme, die sind gar nicht gegen uns. Wir sind pro. Okay? Ich kenne eine Menge Polizisten und ich weiß, die werden nicht besonders gut bezahlt. Die müssen oft ihren Kopf hinhalten für die Fehler, die die Politik gemacht hat. Und dann verschafft man es, Bürger in Uniform auf Bürger ohne Uniform zu hetzen. Das ist schon Fehler Nummer eins. Das ist schon Fehler Nummer eins. Nicht machen. Ja? Die Polizei hat mich aus der einen oder anderen misslichen Lage befreit. Deswegen sind Leute wie du und ich, die diesen Job machen. Irgendjemand muss diesen Job machen. Und wir schimpfen gerne auf die Polizei. Aber wenn wir sie dann brauchen, greifen wir zum Telefon. Also nicht aufeinander hetzen lassen, ist ganz wesentlich. Was ich toll finde, und deswegen, ich möchte das explizit nochmal betonen. Diese Demonstration ist eine Demonstration, die von einem Bürger veranstaltet wurde. Nämlich von Lars. Wir nennen ihn einfach Lars. Lars gehört keinem Club an. Und das ist wichtig. Ich gehöre auch keinem Club an. Ich gehöre keiner Partei an. Ich bin nicht Mitglied eines Verlages, für den ich schreibe. Man veröffentlicht die Sachen, die ich schreibe, das bei dem einen oder anderen Verlag. Aber nur, wenn sie genauso veröffentlicht werden, wie ich sie geschrieben habe, da lege ich großen Wert drauf. Das ist Pressefreiheit, die Dinge genau so zu veröffentlichen, wie ein Reporter sie geschrieben hat. So. Und könnt ihr im Umfeld schon erleben, dass der ein oder andere sich dann in diese Demonstration hineinhackt und sagt, hey, stell das doch unter diesen Label von dem Verlag oder Anonymous oder wie auch immer, die Partei ist doch pro oder dagegen. Nein, das eben nicht. Das ist der große Fehler. Sobald ihr anfangt, euch in einer Partei zu organisieren, ja, gibt es dort eine Hierarchie, das ist auch nur eine Pyramidengesellschaft und dann wird diese Demonstration, dann wird dieses Pro etwas, wird benutzt, um Leute an eine Spitze zu hieven und genau das sollten wir nicht tun. Genau das sollten wir nicht tun, ja. Und der entscheidende Punkt ist, ja, mich kann man nicht wählen. Ich strebe auch kein politisches Amt an. Ich will das nicht, ja. Wir sollten auf Augenhöhe sein, aber ihr seht ja, was passiert. Wir haben hier schon eine Bühne. Wir haben hier schon eine Bühne. Das ist eine Art von Eigendynamik. Ja, aber höher als so sollte es niemals gehen. Das ist schon der erste Punkt. Es sollte nie höher als so gehen. Eigentlich muss man auf der Höhe sprechen, auf Augenhöhe, ja. Aber ab einer gewissen Größenordnung sagen dann Menschen, ich sehe den ja gar nicht, kann man den mal sehen. Mehr als höher als das darf es nicht gehen. Das ist der entscheidende Punkt. Ich möchte auf die sogenannte linke Presse kurz mal zu sprechen kommen, wenn es die denn noch gibt. Und ich bin weder linke noch rechte Presse. Es gibt dieses Links und Rechts gar nichts mehr. Es gibt nur sehr reiche Menschen und ganz viele, die nichts haben. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ja? Und wir sind hier so eine Art Mittelschicht. Und uns geht es noch einigermaßen gut. Und die meisten gehen auf die Straße, um ihre Position zu festigen. Auch das ist falsch. Wir sollten auf die Straße gehen, damit alle gleich gut haben. Nicht nur einige sehr, sehr gut, einige gar nicht. Das ist der entscheidende Punkt. So. Und was ich wirklich interessant finde, ist der aktuelle Spiegeltitel. Ich kaufe den nicht, ich kriege ihn ja digital zugeschickt und lache dann. Da steht doch wirklich heute drauf, Konsumverzicht. Recht früh beim Spiegel Konsumverzicht. Das wissen wir schon. Ich habe auf den Spiegel konsumentenmäßig verzichtet. Ich habe ihn nicht gekauft. Ja? Ich verzichte darauf. Weil der Spiegel nicht mehr das ist, was der Spiegel mal war. Der Spiegel ist unterlaufen von ehemaligen Chefredakteuren der Bild-Zeitung. Die schreiben dann dort. Was soll denn das? Es gibt keine Opposition mehr, also müsst ihr die Opposition sein. Das ist das Problem. Ihr müsst euch als Demokraten erkennen, ihr müsst auf die Straße gehen, weil ihr auch in der linken Presse nicht vertreten werdet. Und ich kann das beweisen. Schaut euch mal so einen Mann an wie Klaus Kleber.
Der führt die wichtigste Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen, das Heute-Journal. Die Tagesthemen sind es schon lange nicht mehr, seit dort irgendwelche Reporter, die in Übersee geschult wurden, fronten. Das könnt ihr vergessen. Okay, Klaus Kleber macht ein Interview mit dem Chef von Siemens, ja? Käser. Und stellt ihn so blöde Fragen, was er sich denn einbilden würde, nach Russland zu fahren, um mit dem Herrn Putin zu reden. Drängt ihm richtig in die Ecke, weil der Käser als Chef von Siemens, einer großen Firma, sagt, ich versuche einen Dialog hinzustellen. Ich rede mit diesem Putin, das sagt der Klaus Kleber, das ginge ja wohl nicht. Ich stelle mir schon die Frage, Klaus Kleber hat doch neulich auch ein Interview gemacht mit Barack Obama. Wie kann er das wagen mit einem Mann, der Drohnen befehligt und Leute in Massen umbringt? Warum stellt da keiner die Frage? So, was soll das? Ja? Und ich habe als Reporter überhaupt kein Problem damit, wenn kritische Fragen gestellt werden. Aber dann noch bitte beiden Seiten, auch der amerikanischen Seite mal die Frage stellen, ist das korrekt? Wieso kann es denn sein, dass ein auch Reporter, einer von uns, ja, ich bin da ein Bruder im Geiste, ein Kollege, der hier, ihr wisst schon, ja, der sich dann verstecken muss in Übersee, Snowden, warum muss denn nach Moskau fahren, um sich dort zu verstecken? Das ist doch ein Skandal. Ja, warum muss Edward Snowden nach Moskau fahren? Ja, und wenn man dann sagt zum Beispiel, dieser Herr Putin, der benutzt ja bloß diesen Edward Snowden, warum lässt du das denn zu? Warum bringst du ihn denn nicht nach Berlin? Und ich sage es euch, warum es nicht geht, weil er hier nicht sicher wäre. Weil er hier nicht sicher wäre. Ja? Was ist denn das eigentlich für ein Land, wo es ein Whistleblower-Gesetz geben müsste, wenn der die Wahrheit auspackt, nämlich dass die amerikanische Regierung, also die dahinter stehen, dass sie da und Gesetze brechen, und zwar auch amerikanische Gesetze, dass der dann nach Moskau fliegen muss, das habe ich doch bei James Bond-Filmen alles ganz anders gesehen. Da fährt man dann immer noch von Moskau nach Amerika und jetzt ist es so rum. Und das ist der Punkt. Was stimmt denn hier nicht? Wir alle haben ein gesundes Bauchgefühl und das ist ganz toll, was Lars macht. Lars ist ein ganz normaler Bürger, es ist kein Profi. Und man hat mich oft gefragt, mach du doch so eine Demonstration. Ja, eben nicht. Eben nicht. Es bringt nichts, wenn ich die Demonstration mache, wenn eine Partei die Demonstration macht, ein großer Verlag. Weil für die seid ihr doch bloß Kunden. Ihr sollt die doch bloß kaufen oder buchen. Mich sollt ihr nicht kaufen oder buchen. Ihr könnt mich unterstützen. Viele haben das getan. Ich bin ein freier Reporter und stecke jeden Cent in das Programm. Und messt doch die Leute mal an ihren Taten. Messt sie doch an ihren Taten. Was sind da für Interviews? Wer kommt da zu Wort? Wer darf da sprechen? Nur eine Seite oder beide Seiten? Was ist denn da eigentlich los? Messt uns an unseren Taten, KenFM. Danke an alle, die uns geholfen haben. Wir werden dieses Geld ins Programm packen und wir haben einfach wirklich fantastische Interviewpartner ausgegraben. Wir gehen bis ganz tief rein in die NATO, Freunde. Und wir haben unsere Gesprächspartner. Gebt uns ein bisschen Zeit. Wir versuchen auch ein Interview zu bekommen mit Herrn Putin, aber es ist nicht so einfach. Du kriegst nicht mal einfach den amerikanischen Präsidenten einfach so, der hat auf mich nicht gewartet. Ich bin nicht ARD und ZDF, der guckt sich das erstmal an, kann man mit dem Mann reden. Wir bleiben da dran, Freunde. Ich fliege nach Moskau, ich versuche das. Unterstützt uns. So. Etwas, worüber ich mich wirklich echauffieren kann, wenn in einer Gazette, ich nenne sie nicht, ja, eine Wochenzeitschrift mit einem blauen F, wenn dort dann geschrieben wird, der Herr Jepsen sei ja ein Rattenfänger. Freunde, es ist nicht meine Demonstration. Ich habe mir schon viel an den Kopf werfen lassen wie Rattenfänger. Ist mir egal, ja? Wenn jemand so hilflos ist, dass er dann Rattenfänger sagt, entscheidend ist, wenn ich ein Rattenfänger bin, für wen hält dieser Auto und diese Presse denn eigentlich dann euch? Für wen hält ihr euch? Für Ratten. Ihr seid alle dumm. Ihr seid so dumm, dass ihr jemanden wie mir folgt. Dabei bin ich gar kein Anführer. Ich gehe nämlich nachher nach Hause. Mir kann man gar nicht folgen. Folgt mir nicht, außer auf Twitter. Aber da macht doch einen eigenen Weg. Und das ist der entscheidende Punkt. Folgt mir nicht. Überprüft das, was ich sage. Weist mir die Fehler nach. Aber checkt auch die Quellen. Das ist immer lange Texte. Ja, genau. Bildung ist der Schlüssel. Ja, aber stellt euch doch mal die Frage. Diejenigen, ja, die Reporter angreifen, die das machen, was Reporter und Journalisten im tun, nämlich Fragen stellen. Was sind das für Leute? Für wen arbeiten eigentlich die? Arbeiten die für mich? Arbeitet die linke Presse für mich? Von der rechten Presse rede ich nicht, mit denen habe ich nichts zu tun. Aber arbeitet die angeblich linke Presse, arbeitet die für mich? Sobald irgendjemand kommt und eine Frage stellt, macht er sich in diesem Land verdächtig. Das ist doch verrückt. Es kann doch nicht sein, dass ein Reporter, dessen Job es ist, Fragen zu stellen, sich verdächtig macht, wenn er die Fragen stellt, die gestellt werden müssen. Nämlich, was ist hier los? Das kann doch nicht sein. So. Und der entscheidende Punkt ist, warum wird nämlich keiner von euch mal in eine Talkshow bei Anne Will oder Maybrit Illner eingeladen? Weil das, was ihr sagt, ist aber genau das Gegenteil von dem, was dort verkauft wird. Deswegen werdet ihr nicht eingeladen. Aber ihr müsst dafür bezahlen. Ihr müsst 7,5 Milliarden GEZ-Gebühren bezahlen, auch wenn es jetzt anders heißt. Aber ihr kommt überhaupt nicht zu Wort. Dort sitzen immer nur Lobbyisten. Das weiß doch jeder. Ja?
Und der Zuschauer schaut sich das an oder auch nicht. Und das ist der entscheidende Fehler. Und ich würde euch bitten, nichts gegen ARD und ZDF. Da gibt es doch die ein oder andere Sendung. Aber ich habe es schon mal gesagt, wenn man sich anschaut, was das kostet und was dann dabei rauskommt, wie kurz diese kurzen politischen Sendungen sind und wann sie gesendet werden, dann muss man sich doch nicht wundern, dass die Leute keine Ahnung haben. Das ist doch das Ziel. Die Leute sollen doch gar keine Ahnung haben. Die Leute sollen ahnungslos bleiben. Und das ist mein Appell an euch. Geht doch mal in eine Bücherei und stellt euch die Frage, warum das, was ich hier sage, nicht als Schulfach ist, nämlich Medienunterricht. Wie funktionieren denn eigentlich Medien? Das wird ja nicht unterrichtet. Warum nicht? Damit ihr immer in diesen Kasten guckt und die sagen euch dann, wie es längst geht. Nämlich schön still bleiben, folge mir. Nicht folgen, sein eigenes Gehirn benutzen. Das ist der entscheidende Punkt. Und Lars hat es vorhin angesprochen. Natürlich ist das, womit das alles zu tun hat, was hier schiefläuft, natürlich ist es eine Frage unseres Geldsystems. Damit erzähle ich doch nichts Neues. Es ist unser Geldsystem. Ja, Zins und Zinseszins, das ist eine eingebaute Atombombe, die irgendwann mit einem Krieg aufgelöst werden muss. So funktioniert das. Ich möchte diese Art von Krieg nicht haben. Ich möchte den nicht. Ja? Und wenn der Preis, den ich dafür bezahlen muss, wenn der Preis ist, dass ich weniger habe, dass ich verzichten muss, ich verzichte. Von mir aus muss man nicht dieses große Apple-Plakat dort oben aufhängen, damit ich ein neues Gerät kaufe, obwohl mein altes noch geht. Das brauche ich nicht. Ich brauche das nicht. Ja? Nichts gegen diese Firma, aber warum soll ich denn ein neues Gerät kaufen? Ja, weil die alle haben schon ein neues. Das ist das Problem, wie wir gedrillt werden. Du hast doch nicht das neueste Produkt, was ist denn mit dir los? Ich brauche das nicht, okay? Und was bedeutet Verzichten? Ich habe mich lange mit Verzichten beschäftigt. Verzichten bedeutet nicht, etwas abzugeben, was man schon doppelt hat. Verzichten bedeutet, auf etwas zu verzichten, was man danach nicht mehr besitzt. Was jemand anderen dann stattdessen hat, das bedeutet Verzichten. Und deswegen, wir müssen uns von diesem vermeintlichen Luxus, von diesem ganzen Wahnsinn, kann man sich nämlich trennen. Und man fühlt sich auch freier dadurch. Das ist nichts Esoterisches, das ist ganz normal. Jeder, der mal auf einen Berg gestiegen ist, weiß, die Freiheit entsteht dadurch, indem du das Equipment weglässt. Das ist der Ausblick dort oben. Hier muss man nach oben gehen. Und die meisten von uns werden bevormundet. Ja, man fährt ihn ständig in die Parade, aus dem Fernsehen, aus den Zeitungen steht drauf, was ich zu denken habe. Ich brauche Informationen. Ich brauche Informationen durch eine freie Presse, aber meine Meinung, die bilde ich mir selber. Ich will keine Meinung übernehmen von Chefredakteur A, B oder Z, die alle dieselben sind. Meine Meinung bilde ich mir selber. Ich brauche Informationen und zwar unterschiedliche Informationen. Ich brauche A und B und C. Von A bis Z brauche ich das. Und ich bekomme diese Informationen eben gar nicht. Und mal kurz auf die Situation in der Ukraine einzugehen. Das ist doch immer dasselbe. Was passiert hier eigentlich wirklich? Was überall passiert? Eine kleine Wirtschaftselite. Es ist keine amerikanische Wirtschaftselite, denn ganz oben spielt es keine Rolle, welchen Personalausweis du hast. Das ist völlig egal. Es sind am Ende Schweizer Nummernkonten oder irgendwo auf den Offshore-Inseln. Egal, woher das Geld kommt. Ja? Eine kleine Wirtschaftselite, ganz, ganz wenige Menschen, ich glaube 83 Menschen besitzen so viel wie 3,5 Milliarden. Wer da nichts sagt, da stimmt was nicht, bei dem stimmt was nicht. Diese Menschen wollen ihre Märkte vergrößern. Und wenn sie die Märkte vergrößern wollen, müssen andere Märkte verschwinden, damit das Zins- und Zinseszinssystem bedient werden kann. Also hetzen sie Bürger aufeinander. Russen auf Krim-Tataren, Krim-Tataren auf Ukrainer und so weiter. Fahrt doch mal rüber, das sind doch ganz normale Leute, die wissen auch nicht, was gespielt wird. Die wissen das auch nicht. Lasst euch auf gar keinen Fall auseinanderdividieren. Lasst euch nicht aufhetzen. Das ist der entscheidende Punkt. Ihr sollt euch sofort eine Meinung bilden. Und wer heute noch etwas pro Putin sagt, der war jahrelang ein geiler Typ, ne? Der ist sofort gegen Amerika. Was ist das für ein Amerika? Von welchem Amerika sprechen wir? Sprechen wir von einem Amerika der amerikanischen Gründerväter? Definitiv nicht. Wir sprechen von einem Amerika, was eigentlich die NATO ist. Davon sprechen wir. Wir sprechen von einem Amerika, was deutsche Soldaten an den Hindukus schickt. Ja? Oder dass man dabei beim Bombardieren des, von Jugoslawien hilft. Oder aber was uns dann in den Irak schickt, wo man Beweise fälschen kann, aber es kommt zum Krieg, tausende von Menschen werden umgebracht und da geht dieses Amerika einfach zur Tagesordnung über. Von diesem Amerika reden wir. Das ist nicht mein Amerika. Das ist nicht mein Amerika. Und ich bin oft in Amerika. Und um nochmal auf die vermeintlich linke Presse zu setzen, wenn wir darauf setzen und hoffen, dass da Menschen sitzen, die mit einem intellektuellen, sage ich mal, Hintersehen auf Chomsky-Basis verstehen würden, was passiert, das tun sie nicht. Das tun sie eben nicht und das ist das Gefährliche. Es gibt nicht mehr diese Presse, die uns informieren würde. Das ist eine große Gleichschaltung und die wenigen Gazetten, die uns noch informieren, liest kaum noch jemand. Und deswegen müssen wir über die sozialen Medien unsere eigene Presse machen. Das ist der entscheidende Punkt. Ja.
Ich habe bei der letzten Veranstaltung, wo ich auch zufällig zugegen war, nachdem ich angerufen wurde, weil ich bin kein Veranstalter, okay, habe ich gesagt, ich bin auch Amerikaner. Ich bin auch Amerikaner. Da schreibt doch die linke Presse, sie haben mal recherchiert, der ist ja gar kein Amerikaner. Ja, Kennedy war auch kein Berliner, als er das gesagt hat, ich bin ein Berliner. Ist aber Hacks eigentlich. Das ist der Punkt. Die linke Presse ist heute nicht mehr in der Lage, eine Metapher zu erkennen. Da recherchieren die und sagen, ich habe bei Wikipedia, habe ich gelesen, der heißt ja Mustafa Kaschefi. Das habe ich da selber eingetragen, sein Kunstname, du Idiot. Sag mal, der heißt ja eigentlich gar nicht so, der heißt ja eigentlich Ken Jebsen, so heißt der auch nicht. Ja, wie heißt denn der eigentlich? Das geht dich gar nichts an. Das geht dich gar nichts an, wie der heißt. Weil egal, wie der heißt und egal, welche Biografie der hat, dann ist immer die Biografie, die hat, der falsche. Das ist das Falsche. Wenn der von dort kommt, dann hätte er nicht von dort kommen. Dann hätte von dort kommen müssen. Wenn er von dort, dann auch nicht. Vergiss doch die Namen, wie der Kollege heißt. Das ist einfach ein Mensch, aber du brauchst irgendwas, wo du dich aufhängen kannst, dass du sagen kannst, der ist ja nicht koscher, der Typ. Was soll denn das? Was soll denn das? Okay? Also, diese Namen sind alle nur Schall und Rauch. Das ist alles Quatsch. Ich gehöre keiner dieser Organisationen an. Ich kenne diese ganzen auch Verschwörungsportale. Da hieß es, ich bin ein Truther. Da muss ich mal googeln, was das überhaupt ist. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich bin ein Journalist, der Fragen stellt. Und zwar richtige Fragen. Und wenn ich keine Antworten bekomme, dann frage ich nach. Was ist daran falsch? Was ist daran falsch? So. Und ich habe doch 25 Jahre lang für ARD und ZDF gearbeitet, da habe ich doch funktioniert. Aber dann habe ich plötzlich gesagt, das, was ich gelernt habe und das, was ihr macht, da stimmt irgendetwas nicht. Und zwar ethisch stimmt was nicht. Ich soll dauernd Krieg schön schreiben, das mache ich nicht. Und dann wurde ich verdächtig. Das sollte euch verdächtig stimmen, warum man dann verdächtig wird. Wenn man gegen Krieg ist, ist man auf einmal verdächtig. Was soll das werden? Die Frage doch, die heute im Raum steht, und nicht nur bei uns, ja, überall steht sie im Raum, nur langsam drückt sie auch nach Deutschland. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Wie geht es weiter? Und der größte Fehler ist folgender, zu denken, ach, der Herr Jebsen oder wer auch immer, der wird es schon richten. Ken for President, ja eben nicht. Nicht for President. Wir brauchen diese Art von President nicht. Wir brauchen keinen Kopf, wir brauchen keine Pyramidengesellschaft mehr, wo wir oben jemand haben, den wir korruptieren können. Und wenn es nicht geht, dann wird er einfach umgelegt. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Wir sollten die sozialen Medien und das Netzwerk, die Computer überall auf der Welt, als das verstehen, was sie sind. Wenn sie sich zusammenschalten, dann ist es ein zentrales Nervensystem. Und das gemeinsame zentrale Nervensystem sollte ein kollektives Bewusstsein sein, ohne Kopf. Wie sieht mein Bewusstsein aus? Ich habe da keine Figur im Kopf. Es ist ein kollektives Bewusstsein, was wir haben. Das ist die Schwarmintelligenz. Weil auf die Intelligenz von ganz oben können wir uns nicht mehr verlassen. Und ich sage euch, warum. Wenn die da oben intelligent wären, dann würden sie feststellen, was sich hier zusammenbraut, was sie ja gefährdet, und würden das unterbinden, aber das tun sie gar nicht. Sie schauen dem zu. Sie gefährden sich selber, indem sie darauf warten, dass es eine brodelnde Masse wird, die am Ende sie absetzt. Sie haben etwas zu verlieren. Wir haben nichts zu verlieren. So. Und früher oder später werden die Köpfe da oben ihre Menschen in die Spur schicken und die dann gewalttätig werden. Das werden wir nicht verhindern können. Aber wir sollten auf jeden Fall dieser Gewalt abschwören. Wir sollten bei dieser Gewalt nicht mitmachen. Wir sind viele und es wird auch Opfer geben. Aber wir sollten auf Augenhöhe bleiben. Wir werden einen Preis bezahlen müssen dafür. Und ich bin bereit. Ich bin bereit dafür, den Preis zu bezahlen. Ich bezahle den Preis ja schon seit über 2 Jahren, da bin ich ja auch aufs Korn genommen worden. Da gibt es ja viele Begriffe, was dann jemand ist. Kinderschänder, Steuerhinterzieher, Antisemit, Rechtsradikal, fuck off. Irgendwas muss man dann immer sein. Man kann kein Bürger sein, der sagt, im Moment mal, da stimmt was nicht. Euch fehlt etwas ganz Wesentliches, nämlich Ethik, Moral, Grundwerte. Ihr erklärt immer von Grundwerten. Frau von der Leyen benutzt Begriffe wie Wertekanon, kommt aber gerade von der Front. Was soll das? Was soll das? Das ist kein Wertekanon, ja? Und es stimmt mich höchst verdächtig als Vater von 3 Kindern, wenn unsere Kriegsministerin Frau von der Leyen, die nur karrieregeil ist, wenn die dafür sorgt, dass in der Bundeswehr endlich Soldaten wieder Soldaten werden können, die unter 17 oder unter 18 sind. Was soll daraus werden? Das hatten wir doch alle schon mal. Das brauchen wir nicht. Da wird Kanonenfutter generiert, wo man darauf setzt, dass sie keine Ahnung haben, und gibt ihnen ein paar Uniformen, ein paar Medaillen, und wir kommen dann mit irgendwelchen Kadaverbags zurück. Das brauchen wir hier nicht. Und das nochmal die Frage, ja? Wie machen wir denn jetzt eigentlich weiter? Erstens machen wir weiter. Nicht ich. Ich mache eh weiter. Ich habe nichts vor, ich will bis zu Ende leben. Wir machen weiter. Das ist der entscheidende Punkt. Ihr müsst euch die Frage stellen, warum euch das bieten lasst. Ihr müsst euch die Frage stellen, warum euch das anguckt, warum ihr das lest und danach so lange passiv geblieben seid.
Wir alle sind viel zu lange passiv geblieben, weil das System uns Bequemlichkeit stellt. Wir können uns das Fernsehen anmachen, wir schauen auf die Leute, wir sagen dann, der oder der ist schuld, dann werden die Personen ausgetauscht und mal sehen, wie der Herr Steinmeier oder Herr Gabriel oder Frau Angela Merkel oder wie auch immer den Job macht. Vergesst es, keine neue Partei, egal welches Kürzel sie wird, wählt, wird eure Probleme lösen. Die wollen nur ins Amt. Die wollen ins Amt. Ja? Jetzt könnt ihr sagen, einen Moment mal, der ist ja noch ganz ehrlich. Ja, aber es ist wie wenn du auf den Berg steigst. Wenn du nach ganz oben gehst, ab 8000 brauchst du ein Sauerstoffgerät und du wirst dort oben nicht mehr die Dinge machen können, von denen du unten behauptet hast, dass du sie machst. Weil dort oben gibt es nicht eine eigene Dynamik, ein eigenes Gesetz. Es korrumpiert dich. Du wirst auf dem Weg nach oben korrupt. Und deswegen sorgt dafür, dass da gar keiner mehr oben ist und bringt auch euch selbst nicht in diese Position, weil ihr selbst korrupt werdet. Und wir müssen uns die Frage stellen, warum es nötig ist, dass wir heute hierher stellen, wo das, was ich sage, doch der Herr Dutschke alles schon gesagt hat. Das hat doch Herr Dutschke alles schon gesagt. Ja? Oder sag ich mal, wenn euch Namen was sagen wie Daniel Ellsberg oder Rosa Parks oder Muhammad Ali oder Thomas Sankara, für wen haben die das eigentlich alles gemacht, wenn wir bloß Fernsehen gucken? Für uns! Mann. Ja? Für wen haben die das gemacht? Den Google, Thomas Sankara, den kenne ich ja gar nicht. Google das mal oder binge das mal oder geh mal in eine Bücherei ohne Google, geh mal rein. Und sagt, wer ist dieser Thomas Sankara, was wollte der eigentlich von mir? Und um auf Muhammad Ali zurückzukommen, Muhammad Ali war nicht nur ein Boxer, dafür steht er. Er steht dafür, dass er sich politisch engagiert hat, als man ihn nach Vietnam schicken sollte. Als er in Vietnam für Bürgerrechte kämpfen sollte, die er selber als Schwarzer in Amerika gar nicht hatte. Da hat Muhammad Ali gesagt, ich habe kein Problem mit dem Vietcong. Der Vietcong hat mich nie Neger genannt. Ich habe kein Problem mit dem Russen. Der Russe hat mich nie Antisemit genannt. Lass mich doch in Ruhe damit. Das ist der entscheidende Punkt. Wir sollten uns überlegen, wer wir eigentlich sind, was wir hier eigentlich machen und ob wir eine politische Führung überhaupt brauchen. Eine Führung ist immer eine schöne Sache, aber bei den Eltern hört es auf. Irgendwann gehe ich raus aus diesen Eltern, lass mir von Vati und Mutti nicht mehr sagen, wie ich mein Leben leben soll. Ihr solltet aufhören, auf politische Führer zu hören, die nur gewählt werden wollen und die nur Gedanken verbreiten, die gar nicht von ihnen sind, sondern von der Industrie. Oder erzähle ich dir was Neues? Nein. Unser Grundproblem ist, dass wir sehr, sehr zentral denken. Wir warten immer auf eine Pyramide ganz oben, auf jemanden, der zentralisiert. Unser Problem ist, wir nennen es Globalisierung, das ist positiv, dass ganz viel, dass alles am Ende nur ganz, ganz wenigen gehört. Aber das ist der entscheidende Punkt, je weniger Menschen oben drin sind und je mehr sie dieselbe Meinung haben, da generieren die Dummheit. Dummheit wird dort generiert. Die sind auf unsere Gehirne, auf unsere Meinung, auf uns als viele Bürger angewiesen, um einen richtigen Kurs zu gehen, und zwar global auf diesem Planeten. Sie da oben können es nicht und ich kann es beweisen. Schaut euch an, was hier los ist. Was global los ist, ist das etwa der Weisheit letzter Schluss? Wenn du dir das schon ankaufst, die werden so lustige Begriffe kreiert wie die dritte Welt. Ich kenne keine dritte Welt. Ich habe auch keine zweite im Kofferraum. Ich kenne nur eine. Und es stört mich. Es stört mich. Ja? Es stört mich, was große Konzerne, Deutsche sind auch dabei, seit Jahrhunderten in Afrika treiben. Was wir machen, ist nichts anderes als moderner Kolonialismus. Und dafür erschlägt man uns mit irgendwelchen lustigen Projekten aus Übersee. Die brauche ich nicht. Da ist nämlich Blut dran, das fühlt sich nicht gut an, das ist ein mieser Luxus. Ich brauche diesen Luxus nicht. Und das ist, und man versucht euch mit diesem Luxus, mit dieser Anbindung mit einer großen Flatfeld an einer Spielkonsole, versucht nur euch zu kaufen, klein zu machen, damit ihr euch beteiligt an Massenmord, weil das macht ihr, weil ihr schweigt. Und das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Und ihr solltet euch die Frage stellen, ich hab doch gar nichts gemacht. Diese Sprüche kenne ich aus Deutschland, ich habe doch gar nichts gemacht. Nichts machen kann sehr effektiv sein, wenn man andere machen lässt. Man kann ein sehr effektiver Mittäter sein, wenn man die Täter machen lässt. Und wir alle kennen die Täter. Es sind immer dieselben Figuren, die nur Geld vermehren wollen. Wie langweilig. Mich interessiert Geld nicht. Okay? Wenn wir raus wollen aus dieser Spirale, müssen wir etwas tun, was überfällig ist. Ich habe neulich einen interessanten Spruch gelesen, einen Kleber in Kreuzberg an einer Mülltonne. Maschinen nehmen mir die Arbeit weg und darunter, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja? Maschinen können mir nur die Arbeit wegnehmen, die eigentlich gar nicht menschlich ist. Da bleibt genügend Arbeit übrig, die Maschinen nie machen können. Empathische Arbeit. Und unser Problem ist, wenn wir uns die künstliche Intelligenz anschauen, unser Problem ist nicht, ja, dass die Maschinen immer mehr werden wie wir, sondern dass wir immer mehr werden wie die Maschinen. Und das ist ein Fehler. Ja, wir sollen uns anpassen. Der das gekauft hat, hat auch das gekauft. Wo sind denn all die anderen, die gar nichts gekauft haben? Das wird nicht ausgewiesen. Ja, wer hat denn heute noch nichts gekauft? Mal die Hände hoch. Okay, anders mal, wer hat heute schon was gekauft? Die Hände hoch. Ja? Und überleg dir mal, das, was du da gekauft hast, brauchtest du das wirklich oder hattest du ein gutes Gefühl gemacht? Zigaretten höre ich gerade. Ja, das lasse ich durchgehen. Nein.
Wir müssen, Freunde, wir müssen an der Veränderung Spaß haben. Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt aus der Soziologie, mit der ich mich intensiv beschäftige. Wenn eine Veränderung keinen Spaß macht, dann machen es die Leute nicht. Ihr seid jetzt lang genug regiert worden. Lange, jahrhundertelang seid ihr regiert worden. Schickt doch mal die Regierenden nach Hause, die haben wirklich auch mal das Recht auf Rente. Schickt sie nach Hause. Ja? So. Und wenn ihr diesen Wahlen fernbleibt, dann seid ihr gar keine Antidemokraten. Ihr seid nur Antidemokraten, wenn ihr den Wahlen fernbleibt, aber danach keine Veränderung in eurem Leben macht. Verändert euer Leben jetzt sofort, ja, indem ihr den Konsum abschwört. Das ist demokratisch. Dann müsst ihr die nicht mehr wählen. Ihr müsst die nicht mehr wählen. Die tun für euch nichts. Ja? Ich wähle 365 Tage im Jahr. Das mache ich 4 Jahre. Und an dem Tag, wo gewählt wird, da habe ich frei. Da habe ich frei. Und ich habe mich entschieden. Ich bin bei einer Ökobank, ich kaufe bei einem super Ökomarkt, ich bin bei einem super Öko-Energieversorger. Ich warte nicht darauf, bis Angela Merkel sagt, wir steigen aus der Atomstromgeschichte aus. Da bin ich schon lange ausgestiegen. Ich brauche ihre Entscheidung nicht. Das ist mir alles viel zu langsam. Der entscheidende Punkt heute ist, dass wir die Möglichkeit haben, die haben wir zum ersten Mal, seit es die Menschheit so gibt, dass wir dezentral arbeiten können. Wir können dezentral arbeiten. Kleine Versorger, kleine Bauern, kleine Energieversorger. Das ist Demokratie. Ganz viele machen es individuell. Wenn einer dann einen Fehler macht, überträgt sich das nicht auf alle, wie bei der Massentierhaltung. Einer macht irgendwo in Europa einen Fehler und alle sind vergiftet. Dann ist dieses System ein Fehler, nämlich die Zentralisierung. Dezentral denken, Freunde. In Berlin, in Madrid, überall denken und sich dann vernetzen wie ein Schwarm. Und das ist der entscheidende Punkt. Das hätten die Leute damals zunächst getan, aber sie hatten diese Netzwerke nicht. Sie hatten die Netzwerke nicht. Ja? Es gab kein Facebook, es gab kein Google, es gab kein Twitter, es gab das alles nicht. Aber wenn ich die Namen nenne, Twitter, Facebook, Google, Bing, das sind alles amerikanische Firmen. Das sind amerikanische Firmen, die auch über das Pentagon finanziert werden. Das ist schon der Punkt. Wir lassen uns, auch wenn wir uns vernetzen, mit amerikanischen Firmen ein, wo ich kein Problem habe. Das ist ein Fehler. Du kannst nicht in das falsche Auto einsteigen und sagen, ich mach mal Schwamm drüber. Wir brauchen unser eigenes Twitter, unser eigenes Facebook, unser eigenes Google. Das brauchen wir. Ja? Und das ist der entscheidende Punkt. Wir sind da zu sehr von abhängig. Das heißt, wir haben das gar nicht wirklich in der Hand. Ja? Die ziehen irgendwann den Stecker aus dem Internet und dann stehen wir alle da. Wer hat denn noch die paar wichtigen Telefonnummern im Kopf? Ja, das sind wir doch alle schon abhängig geworden. Das ist der entscheidende Punkt. Lernt daraus. Wir brauchen Dezentralisierung. Das können wir auch über die Netzwerke machen. Aber im Moment sind diese Netzwerke zentralisiert. Sie laufen alle in Silicon Valley zusammen. Und das ist schlecht. Das ist schlecht. Das können wir nicht mehr machen. Das heißt, überlegt euch, wie ihr euch vernetzt. Tauscht Adressen auf. Überlegt euch was. Macht das. Ich habe da keine pauschale Antwort. Ich habe da kein Patentrezept. Aber selbst wenn ich eins hätte, ich würde es nicht sagen, weil es wäre nur mein Rezept. Sucht euer eigenes Rezept. Sucht euer eigenes Rezept. Die große Chance, die wir haben mit den aktuellen Medien, ist, dass die Pyramidengesellschaft zusammenbricht. Denn dieses System, wie wir es erkennen, ist so aufgebaut. Ganz wenige ganz oben wissen alles, dann kommen noch ein paar, die ein bisschen mehr wissen und ganz unten wissen die meisten nichts. Und weil sie nichts wissen, müssen sie alles glauben. Sie müssen alles glauben. Ihr müsst glauben, was ich im Spiegel schreibe. Ihr müsst glauben, was im Freitag steht. Ihr müsst glauben, was in der Bildzeitung steht, weil ihr habt sonst keine anderen Quellen. Ihr greift auf große Massenmedien zusammen, die euch nicht gehören, wo ihr kein Mitspracherecht habt. Ich meine, theoretisch könnte es sein, dass es die Krim überhaupt gar nicht gibt. Wer war denn schon da? Ja? Ihr müsst dem glauben. Ihr müsst dem glauben, dass es dort drauf und runter und drüber geht. Wir von KenFM haben Wahlbeobachter angerufen, die auf der Krim waren, die aus Österreich waren, mit Leuten vom Landtag aus Deutschland hingefahren sind, Linke und Grüne aus Europa. Da war gar keine Gewalt, da waren gar nicht die ganzen Soldaten. Ich kann das beweisen, indem ich Augenzeugen zu Wort kommen lasse, aber man glaubt immer nur Leute, die irgendwas behaupten, damit die Beweise bringen. Was soll denn das? Und das ist das grundsätzliche Problem. Es hat keinen Sinn, wenn wir sagen, ARD und ZDF kann weg, die öffentlichen Medien können weg, wenn wir keine Alternative haben. Wir sind darauf angewiesen, eine Alternative zu entwickeln, indem wir die alternativen Medien entwickeln. Unterstützt uns zum Beispiel, unterstützt auch andere. Kritisches Netzwerk, NHZ, Journal21.ch, alles Leute sagen, so geht das nicht, ich muss selber was machen, ich bin zwar schon über 80, aber ich sehe, dass ich etwas machen muss, weil den klassischen Medien kann ich nicht mehr vertrauen. Wir sind aber auf solche Massenmedien angewiesen, um in Massen zu informieren. Darauf sind wir angewiesen, da kommen wir nicht drum rum. Dann unterstützt die Alternativen und messt sie an ihren Taten, ob das, was sie sagen, der Wahrheit entspricht. Prüft das gegen und dann geht es um Glaubwürdigkeit. Ist derjenige, der da spricht, ist der glaubwürdig? Hat er eine Würde? Kann ich ihm glauben? Probiert das einfach aus. Schaut euch mal an, was die, ich nenne sie ja NATO-Propagandapresse, was die veröffentlicht, was die von euch möchte und was wir von euch möchten. Wir möchten nicht, dass ihr das macht, was wir euch sagen. Wir sagen, das ist das, was wir sagen. Was denkst denn du?
Und das sagt der Spiegel überhaupt nicht. Der sagt, das ist das, was wir wollen und das denkst du gefälligst. Das denkst du gefälligst. Du denkst das, was in der Bildzeitung steht. Und wenn ich dich in irgendeiner Talkshow abfrage, dann hast du das gefälligst zu antworten. Und wenn du das nicht machst, dann bist du ein Verschwörungstheoretiker. Ein Verschwörungstheoretiker. Und man muss mal ein Stück weit zurückgehen. Ich möchte das fast gar nicht aufmachen. Ich sage nur World Trade Center 7. Wer danach zur Tagesordnung übergeht und nicht erkennt, dass die Presse komplett versagt hat, weil sie nicht die richtigen Fragen stellt, bei dem stimmt irgendwas nicht. Freunde, das ist The Smoking Gun. Wir haben ein langes Interview gemacht. Es ist auch 100.000 Mal im ersten Teil geklickt worden. Klickt auch den zweiten Teil. Du kannst dich mittendrin in einem Medizinstudium abbrechen, weil du keine Zeit hast. Dann aber warten, willst dann Arzt werden. So geht das nicht. Klickt euch durch. Daniele Ganser, ein Riesenapplaus, ein fantastischer Historiker. Den haben wir gefragt. Und er spricht auch über World Trade Center 7, ja? Und er sagt ganz einfach, da gibt es zwei Flugzeuge und drei Türme und eins bricht ohne Flugzeug zusammen. Was ist denn da eigentlich los? Das ist eine berechtigte Frage. Und wenn du in den Commission Report hineinschaust, und ich habe ihn gelesen, die 600 Seiten, da wird das Gebäude einfach weggelassen. Ist das Beweisführung? Ist das Beweisführung, was mir nicht passt, dass ich einfach weg? Stellt die Fragen. Die Antworten, die ich bekomme, damit bin ich nicht zufrieden. Ich muss nicht wissen, wie es passiert ist. Ich sage nur eins, das, was ihr sagt, wie es passiert sein soll, das stimmt so nicht. Aber danach sind ganz viele Dinge auf den Weg gebracht worden. Denn dass wir heute hier stehen und womit wir es zu tun haben, das hat alles mit 9/11 zu tun. Danach gab es den Patriot Act. Danach gab es SWIFT, danach gab es die NSA-Affäre, wie wir sie kennen, danach waren wir im Irak, danach sind wir nach Afghanistan gefragt. Seitdem ist Deutschland so richtig im Krieg. Das hat mit uns zu tun. Wir können nicht sagen, das ist da drüben gewesen, das geht mich nichts an. Das ist eben nicht so. Ja? Du kannst auch nicht sagen, und ich muss euch das nicht erzählen, ja? Wir waren doch auch damals davon betroffen, als auch in der Ukraine, viele wissen das ja gar nicht, Tschernobyl liegt ja auch in der Ukraine, als dort ein Atomkraftwerk in die Luft geflogen bin, da habe ich hier meinen Salat weggeworfen. Warum? Ist doch weit weg. Weil alles miteinander zu tun hat. Und wenn wir unsere Politik auf einem Ding aufbauen, wo wir gar nicht genau wissen, was dort passiert ist, und die meisten Leute wissen noch nicht einmal, dass es drei Gebäude mindestens waren, die meisten wissen es nicht. Ich habe mit New Yorker gesprochen, die müssen doch wissen, ich wohne doch hier. Das heißt gar nichts, okay? Wie viele Berliner waren auf dem Fernsehturm, weil sie hier wohnen? Viele waren nicht da. Macht euch einfach schlau, das hat alles damit zu tun. Stellt die bösartigen Fragen. Und warum werden diese Fragen nicht gestellt, also öffentlich? Weil irgendjemand Angst hat. Irgendjemand hat Angst. Denn wenn dort auch vieles nicht stimmt, wer sitzt dann in der Regierung? Habt ihr euch die Frage gestellt? Wer sitzt dort in der Regierung und dass er das so durchziehen kann, dass wir das alles glauben, dass die Fragen nicht gestellt werden? Ganz das normale Wissenschaftler ins Ausgedrängt werden, weil sie Fragen stellen, sagen, dieses Gebäude, bestätigen mir zum Beispiel Schweizer Wissenschaftler, ist gesprengt worden. Huch! Warum darf ich die Frage nicht stellen? Was ist an der Frage so gefährlich, dass ich die nicht stellen darf? Denn wenn ich sie stelle und ich sage, stimmt ist, wer war denn dann das? Wer steckt denn dann dahinter? Was ist denn da eigentlich los? Dann stimmt ja so einiges nicht. Dann sind wir ja völlig, sind wir im Irak, da gehen wir ja gar nicht hin. Afghanistan, das wird ja alles damit begründet. NATO-Bündnisfall, stimmt ja alles dann gar nicht. Oh Gott, wo komme ich denn da rein? Und ich kann nur sagen, Irrtümer werden erst dann zu Fehlern, wenn man sich weigert, sie zu korrigieren. Das ist der Punkt. Wir müssen ganz tief an die Wurzel und ich stelle fest, und da ist 9/11 für mich natürlich ein entscheidender Punkt, weil es ist auch meine Geschichte. Seit 9/11 gibt es einen großen Bösen, das ist der Islam. Wir kennen ihn zwar nicht wirklich, aber das sind alles ganz, ganz schlimme Leute. 1,7 Milliarden Menschen sind alle den ganzen Tag nicht mit nichts anderes beschäftigt, wie sich zu menschlichen Bomben zu machen. Wer soll das glauben? Wer soll das glauben? Ja? Und wir müssen uns die Frage stellen, warum wir uns haben das bieten lassen, dass eine ganze Religion ja über 10 Jahre diffamiert wurde. Alle über einen Kamm geschert. Das hatten wir doch auch in Deutschland. Ich weige mich, das zu tun. Es gibt Verrückte, gibt es in jeder Religion. Das hat aber mit der Religion überhaupt gar nichts zu tun. Die werden benutzt. Die werden benutzt, um uns aufeinander zu hetzen. Okay? So. Das Einzige, was an meiner Bio stimmt, ist, dass mein Vater aus Teheran kommt. Ich bin einer von dieser Achse des Bösen. Schaut mich an, schlecht integriert, schlecht Deutsch sprechen, ganz gefährlich. Ganz schwierig. So. Und ich kann nur sagen, ich habe kein Problem mit dem Iran, ich habe auch kein Problem mit Russland, ich habe Probleme mit den Regierungen. Das ist was ganz anderes. Ich habe Probleme mit den Regierungen und ich muss nicht mit den Regierungen. Ich sage doch auch nicht, dass ich nach Italien nicht mehr fahre, weil da sitzt der Berlusconi. Berlusconi ist doch nicht Italien. Okay? Also, man kann auch nicht sagen, ich kann nicht nach Deutschland, ich fahre noch nicht auf den Ballermann, wenn so alle Deutschen sind, fahre ich da nicht mehr hin. Da triffst du die falschen Deutschen. Es gibt auch andere Deutsche. Triff die. Seit dem 11. September wurde eine ganze Religion verdächtigt. Ja? Jeder, der, wenn du an Terrorist denkst, sofort ein Mann mit Bart.
Sofort ein gläubiger Moslem ist sofort ein Terrorist. Und das wurde in den letzten Wochen ausgetauscht. Der Moslem, den siehst du nicht mehr. Jetzt ist es wieder der Russe. Der Russe ist überall. Ja? Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ich gebe zu, ich habe Wissenslücken. Ich kenne zum Beispiel nicht alle Russen persönlich. Ich kenne auch nicht alle Krimbewohner persönlich. Ich kenne auch nicht alle Ukrainer persönlich und deswegen kann ich mir keine abschließende Meinung bilden. Ich weiß nur eins, unlängst war doch da eine große Fußballwelt- oder Europameisterschaft. Da war doch der Ukrainer, der Russe, noch schwer in Ordnung, oder etwa nicht? Was hat der Russe eigentlich gemacht und der Ukrainer, dass auf einmal in Ungnade gefallen ist? Und ist es eigentlich witzig, dass wir uns über Baumängel, dass wir uns ausgerechnet in Deutschland, in Berlin, über Baumängel, ja, bei der Olympiade beschweren, ja? Dabei sind wir hier in Deutschland nicht mal in der Lage, Stuttgart 21 festzumachen, die Elbphilharmonie, oder jetzt kommt, ich bitte euch, dass ihr einen Lacher anschließt, ja? Der Flughafen in Berlin. Was ist das? Was ist das, ja? Und dann sagt man, der Herr Putin ist ja ein Idiot, weil bei einem Bauvolumen von 37 Milliarden, das ist übrigens nicht nur Geld aus Russland, da haben auch sehr viele deutsche Firmen investiert, sehr viele österreichische, der hat die Verträge auch rausgegeben, der macht also dort Kapitalismus. Warum nennst du dich das? Du sagst nur, da sind zwei Klos daneben und da ist irgendeine Straße falsch gelaufen. Das kannst du dir nicht leisten bei diesem Flughafen, mein Freund, bei Stuttgart 21, der Elbphilharmonie. Kannst du dir nicht gar nicht leisten, das ist nämlich albern. Ja? Nur um Russland zu diffamieren. Ja? Und ich bin gar nicht pro Russland, pro Putin, pro Amerika. Ich bin für die Menschen vor Ort, ich bin für die Bürger vor Ort. Und ich kann nur eins sagen, ja? Ich glaube, kein Land der NATO hätte 8 Staaten abgewartet, bis es eingeschritten wäre. Wenn Putin sich überlegt hätte, den Warschauer Pakt wieder anzuschmeißen, ich glaube nicht, dass die NATO erst nach dem 8. Staat gekommen wäre, da stimmt wohl was nicht. Hey, wir können froh sein, dass wir einen so besonnenen Mann wie Putin da drüben haben. Jeder andere hätte schon längst auf einen Knopf gedrückt. Aber schon längst, ja? Und man soll doch die Leute mal an ihren Taten messen. Ich weiß, dass wir inzwischen alle so gedreht sind, dass wenn vor uns ein Amerikaner spricht, dass wir denken, wow, toll, hört sich ein bisschen an wie Hollywood. Aber was macht denn dieser Amerikaner eigentlich? Dieser Amerikaner sagt, wir sollten alle friedlich zusammenleben, während er jeden Dienstag die Killliste unterschreibt. Während er so Drohnen rausschickt und uns alle umbringt, sagt aber dann, wir sollten alle friedlich zusammenleben. Wir sollten alle versuchen, auf Augenhöhe zu sein, aber dann werden wir von amerikanischen Banken gekapert. Das ist nicht Augenhöhe. Das ist nicht Augenhöhe. Und was macht ein Putin? Ein Putin war 2001 im Deutschen Bundestag und hat eine Rede auf Deutsch gehalten. Hört sie euch einfach an. Und er hat gesagt, ich glaube zwischen euch, er meinte die Deutschen und uns den Russen, da fehlt so eine Art von Vertrauen. Und da muss ich Putin recht geben, wir trauen ja dem Russen nicht. Aber der Russe hat keinen Guantanamo, jedenfalls nicht offiziell. Der hat auch keine Drohnen, jedenfalls nicht offiziell. Ja, er hört auch nicht das Kanzlertelefon ab, offiziell. Und vor dem müssen wir uns in Acht nehmen. Wer hört uns denn hier eigentlich ab? Wem sollten wir denn eigentlich nicht trauen? Ja? Man nennt das in meinem Job als Reporter, Massenkommunikation ist mein Spezialgebiet, man nennt das Framing. Man lädt Menschen ein aus Russland, die packt man dann einfach zu hart, aber unfair. Und im Hintergrund des einzigen Russen sieht man dann einen Scharfschützen. Um die Leute subtil zu manipulieren, sagen, der ist ganz, ganz böse. Hat die ARD das nötig? Ja. Sie hat es nötig, weil sie euch für blöd verkauft und euch einlullen will. Seid ihr so blöd? Ich glaube nicht. Ich frage euch nochmal, seid ihr so blöd, dass ihr auf sowas reinfallt? Und da muss man sich doch die Frage stellen, ja, bei dem Kollegen, ja, oder auch bei Will & Co. Sag mal, ist das das Programm, für das ich bezahlt habe? Auf welchen Zug soll ich denn eigentlich aufspringen? Und wohin fährt der? Der fährt auch immer nur an die Front. Aber fährst du denn auch dann mit? Nee, du fährst dann mit, nee, eben nicht mit. Und ich meine, es wird nicht so heiß gekocht, wie es im Moment verkauft wird, aber stellt euch das mal vor, wenn ihr noch Großeltern habt. Deutsche junge Soldaten, da streicht Frau von der Leyen über das Haupthaar, schickt sie wieder an die Front, um auf Russen zu schießen. Haben wir sie noch alle? Haben wir sie noch alle? Ja? Wir sollen wieder auf Russen schießen und bei wieder muss man sich jetzt, wieder stimmt ja für mich nicht. Ich habe ja noch nie auf Russen geschossen, also wieder für mich nicht. Aber die, die es schon mal getan haben, wenn sie leben, raten mir dringend davon ab. Warum hören wir eigentlich auf die Leute, die Krieg hinter sich haben, sondern nur auf Leute, die es gar nicht kennen, nur aus Videospielen? Warum hören wir eigentlich auf diese Leute? Ich habe gesagt, ich werde nur kurz reden, deswegen komme ich jetzt ganz kurz zum Schluss. Weil mich das wirklich auch wütend macht. Ich muss auf meine Gesundheit achten, ja? Der entscheidende Punkt ist doch einfach, dass diejenigen, auf die wir früher setzen konnten, wenn es mal so etwas wie linke Politiker gab, dass es die auch nicht mehr gibt, weil sie auf dem Weg nach oben korrumpiert wurden. Da können wir uns ganz exemplarisch rausfischen. Einen Mann, den ich auch mal für gut hielt, Joschka Fischer. Schaut euch an, was der Mann macht. Ja?
Joschka Fischer arbeitet ja im Außendienst, ja, und sollte eigentlich Nabucco durchboxen. Und er arbeitet für RWE, ja, als Berater für einen Atomstromproduzenten. Als Berater für BMW, eine Autofirma, für RWE, alles mit W. Dafür arbeitet er. Aber die Grünen, ja, im Europaparlament sagen, sie möchten gern einen Maulkorb für den Herrn Schröder, weil der ja ein Mann ist, der für Gazprom arbeitet. Erwähnen aber nicht, dass jemand für Nabucco arbeitet. Das ist doch dasselbe. Das ist dasselbe. Ihr könnt diesen Leuten nicht mehr vertrauen, ja? Und natürlich gibt es im Bundestag noch den einen oder anderen Spitzenpolitiker, der dann auch mal zu Wort kommen kann, der in einer Opposition redet, Brille trägt, Halbglatze und geschliffene Reden verkauft. Und ich sage nur dazu, der Mann ist wirklich sehr gut. Ihr wisst, wen ich meine. Aber was kann er ausrichten? Was hat er ausgerichtet, außer dass sie sagen, der Mann hat recht. Das like ich. Ja, und dann? Was ist denn dann? Wir können uns auf dieses Parteiensystem nicht mehr verlassen, weil die, die ethisch und moralisch im Recht sind, sind immer in der Minderzahl. Aber ihr seid in der Mehrzahl. Und deswegen sagt ihr, schönen Dank, Herr So und So, Sie haben recht. Und ich mache jetzt was dagegen, weil ich dieser Regierung nicht mehr vertraue. Das ist der entscheidende Punkt. Ja? Ihr solltet dieser Regierung nicht mehr vertrauen, weil diese Regierung missbraucht euer Vertrauen. Aber diese Regierung missbraucht euer Vertrauen nicht nur hier, sie missbraucht sie überall, weil die Regierungsvertreter auf dem Weg nach oben gekauft werden. Das ist der Deal. Du kannst von jedem irgendeine Leiche im Keller dann ausgraben und ihn später mit erpressen. Wenn wir Menschen in diese Position hieven, müssen wir uns nicht wundern, dass das dabei rauskommt. Es ist verantwortungslos von uns, diese Menschen in diese Position zu hieven, weil du musst dort korrupt werden, um überhaupt nach oben können zu können. Bringt sie nicht nach oben. Ja? So, und deswegen, ich will diesen Job auch nicht machen da ganz oben, das ist viel zu gefährlich. Macht mich bitte nicht zum Bundeskanzler. Das wäre ja verheerend. Ja, nicht machen. Werdet eure eigenen Bundeskanzler, baut eure eigenen Zellen, geht einen anderen Weg. Macht das, was der Spiegel gesagt hat. Konsumverzicht, verzichtet auf diese Parteien. Verzichtet auf diese Art von politischer Landschaft. Macht eure eigene politische Landschaft. Und ihr habt auch die große Möglichkeit dafür, weil ihr seid im Besitz der dieser sozialen Netzwerke. Nutzt die sozialen Netzwerke für das, für was sie nicht erdacht wurden, das man auch machen kann. Bildet ein kollektives Bewusstsein. Redet auf Augenhöhe miteinander. Besucht euch. Macht euch selbstständig. Weil ihr seid eh ständig ihr selber und braucht keine neue Software von oben, die euch sagt, so ist aber richtig. Wer euch sagen will, was richtig und falsch ist, der ist falsch. Das schließt mich mit ein. Das schließt mich mit ein, ja? Das ist nur ein Vorschlag, nur ein Vorschlag. Ihr könnt euch vernetzen, unterstützt freie Reporter oder werdet selber freie Reporter. Unterstützt kleine Gazetten oder werdet selbst kleine Gazetten. Und lasst euch nicht erklären, was als nächstes zu tun ist. Denn das, was als nächstes zu tun ist nach unserem System, ist immer nur Aggression auszuüben, um dieses Finanzsystem durchzuboxen. Die Banken, die großen privaten Banken, die man als systemrelevant verkauft, ja, in denen, wo man sagt, da muss das Vertrauen wiederhergestellt werden. Das sind Banken, die von mir nie Geld nehmen würden, weil ich zu wenig habe. Die haben in mich also kein Vertrauen. Aber es soll in dieses Vertrauen wiederhergestellt werden. Das ist interessant. Diese Banken verspekulieren sich auf einem Spieltisch mit ihrem Geld. Und dort werden die Gewinne immer nur privatisiert. Und dann, wo sie kein Geld mehr haben, kommt der Staat und schenkt diesen Banken mein Geld. Das ist Kommunismus und Kapitalismus in der Mischform. Das kann doch nicht sein. Dass private Unternehmen wie Großbanken das Geld aus dem gesamten Topf bekommen, dann ist der Staat pleite und dann leihen diese Banken dem Staat Geld. Und das haben wir uns gefallen lassen. So blöd sind wir. Das System, was wir haben, dieses Geldsystem als Wurzel allen Übels mit Zins und Zinseszins, dieses System muss weg. Und da gibt es interessante Menschen wie Franz Hörmann zum Beispiel in Wien, der auch Alternativen macht. Wir brauchen Geld als Tauschmittel, das ist sehr praktisch, aber nicht mit Zins und Zinseszins. Und wir hatten das in den 30er Jahren in Wörgl, das hat sehr gut geklappt. Da hat das alles funktioniert, bis die Zentralbank das Militär geschickt hat. Weil die Zentralbank hat sich die Frage gestellt, in Wörgl, einem kleinen Ort, hohe Arbeitslosigkeit, ist plötzlich keiner mehr arbeitslos. Große Projekte sind realisiert, alles ist super, aber wo bleibt mein Zinsgeschäft? Wo bleibt mein Zinsgeschäft? Da habe ich ja nichts davon. Dann stellen wir das ab. Wir sind alle Geiseln dieses Finanzsystems. Und dieses Finanzsystem schickt uns auch in Kriege, um Profit zu generieren. Auch wenn am Ende nichts mehr übrig bleibt. Die Leute können nicht anders. Sie sind automatisiert. Die können nicht anders. Deswegen müsst ihr diesen Menschen die Möglichkeit geben, sich aus dieser Maschine selbst zu befreien, indem ihr dieser Maschine nicht mehr vertraut. Folgt nicht mehr dieser Finanzmaschine. Folgt nicht dieser Presse. Folgt nicht diesen Politikern. Das ist alles durchfinanziert. Durchfinanziert. Das ist Profit. Profitdenken. Ich finde es wunderbar, dass es eine solche Demonstration hier gibt. Ich gehe davon aus, in anderen deutschen Städten ist das auch so. Und das ist ein Anfang. Denn wir sind ganz viele. Und wir können auch eine Menge machen. Vielleicht wird man mich irgendwann ausschalten. Mir egal, da muss ein anderer diesen Job von euch übernehmen. Ist euch das klar? Ein anderer muss diesen Job dann übernehmen. Ja? Er hier vorne muss den Job übernehmen. Wer möchte den Job übernehmen? Ja?
Wer möchte auch mal den Job übernehmen, sagen, ich habe auch eine gute Idee. Er da hinten, das ist der richtige Punkt. Ihr müsst euch das trauen, ja? Interesse muss man wecken, weil es schläft. Benutzt euren Kopf. Ihr seid schlau, ihr seid viele und was der eine nicht weiß, das weiß der andere. Ihr braucht nicht mehr die Tipps von diesen merkwürdigen Vögeln in diesen Glaspalästen, die braucht ihr nicht. Die sind gegen euch, ja? Und ich sehe hier gerade einen etwas älteren Herrn, der vielleicht noch den Zweiten Weltkrieg so ein bisschen miterlebt hat, wo hier nicht viel stand, Sie erinnern sich. Ich kenne das alles nur aus dem Papier, aber ich brauche das nicht als Realtime neu animiert. Das brauche ich nicht, okay? Und wer einmal in einem Kriegsgebiet war, wie zum Beispiel ein Scholl-Arthur, ja, der wird später verhöhnt, wenn er sagt, das ist keine gute Idee mit dem allen kaputt machen. Das sagen immer nur Leute, die dort nie waren, die dann in irgendeinem Camp fahren, Hubschrauber hinstellen lassen und dann eine Pressekonferenz geben. Das sind dann die Kriegsberichterstatter. Das ist absurd. Und ich finde es wirklich beschämend und schrecklich, dass auch die deutsche Rüstungsindustrie an diesem Geschäft beteiligt ist. Und wenn wir wollen, dass sich das ändert, dann müssen wir dafür sorgen, dass diese Ingenieure, die in diesem Maschinenbau für Waffen zuständig sind, dass die in die regenerative Energie kommen, indem wir regenerative Energie, ihr wisst, was ich sagen möchte, indem wir sie nachfragen, okay? Aber auch dort nicht wieder Monopole bilden. Das nützt uns überhaupt nichts, wenn die neuen Windkraftanlagen wieder den Atomstromproduzenten gehören. Es müssen unsere eigenen Windkraftanlagen sein. Und die Frage, die man sich doch stellen muss, ist, warum gibt es denn nicht auf jedem Dach hier in Berlin, jedem Regierungsgebäude flächendeckend Solarzellen? Weil es gar nicht gewollt ist. Es ist gar nicht gewollt. Und das Erste, was ein amerikanischer Präsident gemacht hat, Bush, war, dass er hat einfach mal die Solarzellen, die Clinton aufs Dach gebaut hat, vom Weißen Haus wieder abgebaut. Das war ein Statement. Das war ein Statement, ja? Traut euch selber mehr zu. Es ist ein Anfang, der gemacht ist. Und das finde ich toll, dass es in vielen deutschen Städten ist. Und ihr werdet feststellen, es wird Leute geben, die versuchen, diese Bewegung zu diffamieren. Sie haben auch damals in der Staatsführung versucht, die Montagsdemonstration zu diffamieren. Aber der DDR-Bürger hat sich das nicht angeguckt, nur die aktuelle Kamera oder DDR-Fernseher. Aber er hat es trotzdem gemacht. Und was ist dabei rausgekommen? Ein freies Volk. Okay? Es ist dann in eine andere Art von Gefangenschaft geraten. Das ist diese West-NATO-Gefangenschaft. Es wird Zeit, dass wir uns jetzt wieder befreien. Das ist der Punkt. Ich habe dafür kein Patentrezept, ja? Ich habe kein Patentrezept und ein einzelner Mensch kann das überhaupt gar nicht lösen. Aber ich fände es schon sehr, sehr schick, wenn die NATO, die ihre Berechtigung hatte, wenn die NATO, die zu einem Angriffs- und Kriegsbündnis geworden ist, wenn die sich einfach auf die Staaten zurückziehen würde, wo die NATO ist und nicht außerhalb arbeitet. Was sind das für Franchise-Unternehmer? Was machen die in Afghanistan? Ja? Die Sicherheit wird in Afghanistan am Hindukusch verteidigt. Man muss sich mal vorstellen, jemand aus Kabul kämpft in Fürstenfeldbruck für die Sicherheit von Pakistan. Das ist doch absurd. Das hören wir uns an, ja? Und wir müssen uns nicht wundern, dass die NATO und alle, die da mitmachen, im Ausland einen verdammt schlechten Ruf haben. Ich meine, was kann man denn als Afghane oder als Iraker Positives sagen über die NATO? Was ist denn daran positiv, wenn meine Kinder umgebracht wurden, mir fehlt der Arm? Was ist daran geil, dass es neue Prothesen gibt aus Deutschland? Danke, nein! Was ist denn daran positiv, ja? Solange wir nicht in der Lage sind, miteinander so zu kommunizieren, dass wir keine Waffen mitbringen, wird das nichts. Und statt irgendwo nach Afghanistan Soldaten zu schicken, was wirklich das Schlechteste, was man tun kann, ja? Weil die haben ja einen Schießbefehl, schickt doch lieber das THW. Ja? Die haben ja gar nicht die Möglichkeit, Häuser aufzubauen, die eine Hand ist ja immer an der Knarre. Ja? Erst machen wir alles kaputt, bombardieren wir den Irak und Co., dann sagen wir, dass wir uns geirrt haben, dann tut es uns leid und wir gehen zur Tagesordnung über. Ich schäme mich für diese Politik, aber ich bin mitschuldig, weil ich zu wenig getan habe. Ich war auch zu lange passiv, aber ich mache nicht mehr mit. Mach nicht mehr mit. Ja, ich bin natürlich Reporter, ich bin natürlich Journalist, aber ich bin auch Aktivist, ja? Aktivist, wer aktiv ist, Freunde. Ich bin aktiv und ich bin auch ein Pro-Tesla, aber mit Betonung auf Pro. Ich bin für Veränderung. Okay? Und wer für Veränderung ist, der muss noch lange nicht gegen etwas sein. Ja? Ich tue diesen Menschen dort oben in den Zentralen nicht mal den Gefallen, dass ich gegen sie bin. Die tun mir leid. Aber sie in diesen Zentralen zu lassen, ist von uns eine Art von unterlassener Hilfeleistung. Holt die Menschen raus. Holt sie raus, ja, und sucht nach alternativen Politikern. Sucht nach alternativen Soldaten, die es ähnlich sehen, ja, wie Jürgen Rose, der ausgestiegen ist als Soldat und gesagt hat, die NATO bombardieren mit irgendwelchen Flugzeugen in Afghanistan, das ist ja gar nicht korrekt. Dann hat man ihn rausgeschmissen, aber hat in der Bundeswehr gekämpft. Es gibt gute Soldaten, die sagen, warum bin ich hier eigentlich eingetreten, um den Frieden zu wahren, aber nicht um Krieg zu führen. Das ist was ganz anderes. Ja.
Es gibt gute Pressevertreter. Es gibt auch fantastische Polizisten. Nicht jeder Polizist sagt sich, wo kann ich meinen Schlagstock jemand draufknüppeln? Es gibt die Alternativen. Okay? Aber ihr kennt eine Person, die immer nur von Alternativlosigkeit spricht, weil sie keine Alternative ist und keine Alternative kennt. Ich komme jetzt wirklich zum Schluss. Ihr werdet feststellen, dass auch diese Demonstration von irgendwelchen Menschen in eine Richtung geschrieben wird, weil irgendjemand hängt eine falsche Flagge hoch, macht ein Foto und sagt, guck mal, so sind die. Es ist absurd, lasst halt nicht darauf rein. Ich arbeite auch nicht für Levi's, weil ich zufällig eine Levi's-Hose trage. Ich trage keine Levi's-Hose, aber falls es so wäre, ja, dann arbeite ich auch nicht dafür. Ja? Das ist hier keine Veranstaltung, die von einer Firma geführt wird. Es sei denn, ihr betrachtet euch als Firma. Ihr seid aber keine Firma. Ihr seid Bürger. Ihr seid Menschen. Ihr seid Menschen. Und es spielt keine Rolle, woher ihr kommt, wohin ihr geht, sondern es geht darum, wie ihr denkt, wie ihr tickt, was ihr bereit seid, wofür ihr einstehen wollt. Darum geht es. Ja? Es geht um eure Ethik, es geht um eure Moral und es geht vor allem darum, ja? Es geht vor allem darum, was ihr tut in der Stunde der Bewährung. Weil die Frage, die ich mir gestellt habe, nachdem ich mich lange mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt habe, wo hätte ich damals gestanden in der Stunde der Bewährung? Wäre ich Hitlers Sekretärin gewesen oder aber Geschwister Scholl? Und ich habe mich für Geschwister Scholl entschieden, ja? Das ist der entscheidende Punkt. Natürlich ist das nicht ungefährlich, ja? Es kommt nicht gleich ein Lastwagen, aber man wird natürlich medial kaputt gemacht. Dann brauchen wir viel mehr Solidarität. Damit diejenigen, die das dann tun, sagen, die ersetzen einen, aber es kommt sofort ein anderer nach. Das ist Schwarmintelligenz, das ist Occupy-Endkultur. Vielen Dank, ja? Lasst diese Rede oder was ich euch sagen wollte als ganz normaler Typ einfach mal sacken, ja? Was von dem, was sagt, stimmt? Wo hat er keine Ahnung? Prüft das, überzeugt mich, macht was anderes. Geht euren eigenen Weg und wartet nicht darauf, dass in 4 Jahren wieder eine Wahl gewahrt, dass vielleicht die FDP zurückkommt, die mich dann rettet, ja? Oder irgendeine andere Partei, die sagt, ich habe eine super Idee. Danke, nein. Diese Parteien hatten jahrzehntelang Zeit, das zu verhindern, was wir im Moment haben. Die totale Ungerechtigkeit global. Und dass die Ungerechtigkeit, ja, als Basis für Krieg, dass die eben global heute existiert, das beweist das Versagen dieses Systems. Ganz oben sind zu wenig Leute, um auf die richtigen Ideen zu kommen, wenn es darauf ankommt. Wir müssen die Pyramide umdrehen. So müssen wir es machen. Wir drehen die Pyramide um. Vielen Dank. Ich bin auch nur einer aus dem unteren Teil der Pyramide, weil ich in unten und oben gar nicht mehr unterscheide, sondern nur noch auf Augenhöhe bin. Ja? Vielen Dank. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Danke. KenFM.de